Ja, heute geht es mal um den Bericht der Lage hier im Wildpark Mühlen. Schon mal vorab, sorry für das Bild, aber der Mario, mein Kameramann, ist in Quarantäne. Wir kümmern uns im Moment um so viele andere Dinge, die eigentlich gar nichts mit unserem eigentlichen Job zu tun haben. Das Wichtigste zuerst, unseren Tieren geht es gut. Ein Geselle und ein Azubi kümmern sich jeden Tag darum, in der Hoffnung, dass alle Tiere ausreichend versorgt sind. Im November waren 2 von 25 Mitarbeitern in Kurzarbeit. Die hatten noch so viele Stunden von der Saison, dass sie überhaupt gar keine Chance hatten, da in irgendeiner Form was abzurechnen. Die Kurzarbeit im Dezember, da waren 8 Leute von 25 in Kurzarbeit. Also ist da auch keine ehrliche Chance, irgendwie was für den Erhalt hier zu tun. Hilfe für den ersten Lockdown, hat man drüber gesprochen, haben wir auch den ein oder anderen Zettel ausgefüllt, kommt vielleicht im Februar, weiß keiner so genau. Novemberhilfe haben wir 75% beantragt, haben wir, sage und schreibe, die Hälfte bekommen. Wir haben aber jetzt schon Mitte Januar. Der Dezember, die Hilfe dafür, ist noch nicht beantragt. Da hat so seine Gründe für. Der Januar oder Februar ist gar nicht bekannt, ob wir eine Hilfe kriegen. Die Aktion Rente Wildpark Drive-Thru, das war alles recht erfolglos. Und wir haben im Winter sowieso schon immer 6-stellige Minuszahlen. Ganz normal. Das kennen wir schon so als Saisonbetrieb. Und jetzt fehlt uns auch noch der Deckungsbeitrag. Haben wir bei der Bank gefragt wegen Kredite. KfW-Kredit gibt es nur, wenn man kreditfähig ist. Ohne Umsätze schwierig das Ganze. Und in der Zoo-Welt ist schon so mancher Zoo in der Insolvenz. Wir brauchen 1.500 Euro, die wir jetzt im Moment jeden Tag ins Minus gehen. Und das schon seit November. Das heißt, die Dollaruhr nach unten, die tickert so runter. Was ist jetzt unsere Idee? Ganz einfach, die uns immer helfen, müssen uns helfen, nämlich unsere Besucher. Kauft bis Ende Februar 10.000 Online-Tickets und wir haben überhaupt kein Problem damit, die so lange einlösbar zu halten, wie es möglich ist. Kauft die Tickets, verschenkt sie weiter, teilt dieses Video. Wir brauchen nur Zeit, um wieder für euch da zu sein, weil diese ganze Zettelwirtschaft hier, die führt uns auf Dauer nicht weiter. Denkt an jemand anders, den ihr jetzt vermisst bei den ganzen Maßnahmen, ladet ihn zum Wildpark ein, schickt das Ticket weiter per E-Mail, verteilt es. Wir schaffen das nicht aus eigener Kraft, sondern nur mit euch im Rücken. Unsere Besucher sind die, die da letztendlich uns hier jetzt am Leben erhalten können und gemeinsam schaffen wir das. Denn dieser ganze Wust hier an, also ehrlich, an Papier, da muss ich sagen, das führt uns so nicht weiter. Also, kauft Online-Tickets und versprecht uns einfach wiederzukommen, wenn alles vorbei ist. Das reicht uns völlig. Wir wollen sonst nichts weiter haben. Und dann hören wir uns und sehen uns bald im Wildpark wieder.